Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Ja. Wir sind in der letzten Aufnahmesession auf dem Friedhof angekommen. In den Grüften, ja. Die Grüfte sind hier überall. Und ja, in die unteren Grüfte wollen wir erstmal, glaube ich, noch nicht rein. Die sind eh verschlossen. Was braucht ihr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Und ich glaube, wir können die auch nicht einfach knacken, weil sie von der anderen Seite verriegelt sind. Renduin, habt ihr eure Meinung geändert? Ich hätte gerne die Gelegenheit, meine Schuldenbeich zu beleichen. Und ich bin sicher, dass ihr Verwendung für beide gewaltigen magischen Fähigkeiten habt. Nein, danke. Eure Entscheidung steht nach einem überlegten Vorurteil. Ich schlage vor, dass ihr zurückkommt, wenn ihr wieder klar denken könnt. Uff. Ja, Visioner, die können wir mitnehmen, wenn wir mal die böse Gruppe oder die neutral böse Gruppe spielen. Mal sehen, was ich daraus machen werde. Ob ich wirklich eine total böse Gruppe durchziehen kann, vor allem in Baldur's Gate 1. Wobei, in Baldur's Gate 1 gibt es ein paar coole böse Charaktere. Also Visioner und Edwin werden schon mal mit von der Partie. Aha. So, erstmal graben wir hier. Das Grab ist nur teilweise mit Erde gefüllt. Der Totengräber muss faul gewesen sein. Es dauert nur ein paar Minuten, bis ihr den Sack erreicht habt. Ihr öffnet den Sack und der entdeckt darin nicht nur eine Leiche, sondern auch einen Mann, der ganz offensichtlich noch lebt. Sofort helft ihm aus dem Sarg. Hust. Oh, möget ihr gesegnet sein, meine Fürstin. Seid gesegnet, Hust. Ich weiß nicht, wie lange ich es dort noch überlebt hätte. Da drin begraben, wie ich es war. Wer seid ihr und wie konnte es geschehen, dass man euch bei lebendigem Leibe begraben hat? Ich bin von den Männern, die mich gefangen gehalten haben, begraben worden. Sie haben mich festgehalten, um meine Familie um Lösegeld zu erpressen. Und nachdem meine Familie das Geld bezahlt hat, haben sie mich niedergestreckt. Ich erinnere mich daran, hierher getragen und zusammen mit einem anderen Körper in das Grab geworfen worden zu sein. Und dann haben sie mich bei lebendigem Leibe begraben. Hust. Oh ja, aber Mann, was für Untiere müssen das sein, die so etwas jemandem antun können? Tanisa, wir müssen die Leute finden, die das getan haben und sie aufhalten. Ich bin sicher, dass ich gestorben wäre, wenn ihr nicht so bald gekommen wärt. Schauder. Was für ein furchtbarer Tod diese bösen Männer für mich auserkoren haben. Oh. Diese Männer müssen aufgehalten werden. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Ihr solltet diesen Vorfall umgehend der Garnison melden. Nur nicht bevor zumindest euer Leben gerettet zu haben. Jetzt macht euch auf den Weg. Nehmen wir das erste. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Sie waren zu dritt. Der jüngste von ihnen hat mich hierher getragen. Ganz in Rot gekleidet. Eigentümlich und leuchtend, wenn ihr so wollt. Tee-Magier. Hier, das hatte ich in der Hand, als ich aufgewacht bin. Ich denke, das muss ich wohl aus seinem Gewand gerissen haben, als er mich in das Grab warf. Hier, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Fällt euch sonst noch etwas ein? Vielleicht solltet ihr diese Angelegenheit auch noch der Garnison melden. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes tun, um diese Männer ausfindig zu machen. Fällt euch sonst noch etwas ein? Nur das, dass da jemand war, mit dem die Männer sich unterhalten haben. Vielleicht war es der Friedhofswärter. Ihr solltet zumindest mit ihm sprechen. Irgendetwas muss er doch gesehen haben. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes tun, um diese Männer ausfindig zu machen und sie vor Gericht zu stellen. Wenn ich allerdings noch mal darüber nachdenke, dann gibt es nur wenig für mich zu tun. Ihr habt euer Leben wieder, wendet euch an die Garnison oder lasst es sein, das müsst ihr wissen. Nehmen wir das Erste. Möget ihr gesegnet sein, meine Fürstin. Ich wünsche euch alles Gute. Ich muss jetzt zu meiner Familie zurückkehren und sie wissen lassen, dass ich noch lebe. Habt Dank, Helm, dass ihr über mich gewacht habt. Alle, die Lebendige begraben haben, sollen durch unsere rechtschaffenen Zorn ebenfalls begraben werden. Wehe dem Geschmeiß, dass der Gerechtigkeit im Weg steht. Das sagt Minz, obwohl Geschmeiß Bosswort war. Ja, manchmal kommt ja Minz nicht so auf die klugen Ideen, solche Wörter zu benutzen. Also, Tidias Entführer. Tidia hat mir erzählt, dass er von drei Leuten entführt und lebendig begraben wurde. Er hat jedoch keine Ahnung, wie sie heißen. Derjenige, der ihn hergebracht hat, hatte kräftig rote Kleidung an. Tidia ist es gelungen, einen Fetzen von seinem Umhang abzureißen. Vielleicht kann ich es dazu verwenden, den Schuldigen zu überführen. Tidia hat mir auch erzählt, dass er,
noch ein zweiter Mann anwesend war, als man ihn begraben hat. Er meint, es könnte sich um den Friedhofswärter handeln, aber er ist sich nicht sicher. Egal, der Friedhofswärter sollte auf jeden Fall etwas von diesen Geschehnissen wissen. Ja, und wir haben roter Stofffetzen. Dies ist ein Stück roter Stoff, von dem Tedia behauptet, dass er es aus seinem Kleidungsstück einer der Männer gerissen hat, die ihn gefangen genommen haben. Ihr solltet vielleicht nach einem ganz im Rot gekleideten Mann Ausschau halten, während ihr in der Stadt unterwegs seid. Um dem Fürst der Toten gnädig zu stimmen, von... Dieses schlichte Monument wurde errichtet, um den Fürst der Toten gnädig zu stimmen. Dem Gott Kelemvor. Ah, ich kann diesen Namen immer noch nicht aussprechen. Will ich das überhaupt? Ja, wobei Kelemvor nicht der erste Gott der Toten ist. Das war eigentlich Myrkul. Das kennen wir ja aus dem ersten Teil, aus dem tollen Text. Über Myrkul, Baal und was, Tyrannus? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. So, gucken wir mal hier rein. In diese erste Gruft. Sagt euch von eurem Irrglauben los und ihr sollt gerettet werden. Ihr werdet dafür sterben, meine Ruhe gestört zu haben. Oh. Ich helfe, wo immer ich kann. Bei Torgi, ich werde euch erledigen. Okay, ein bisschen Aua macht er schon, der Gruftkönig. Was kann ich tun? Helfen wir mal ein bisschen nach. Okay, brauchen wir nicht mehr, aber die Schriftrolle ist weg. Ah, was können wir als nächstes auspacken? Feuerbälle. Magiebannen. Ah, war da nicht irgendwo Säurepfeile? Ja. Gut. Das sieht nach einem Langschwert aus, okay. Das ist ein Eispfeil. Namara plus 2. Kann dreimal täglich Stille wirken, aha. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Leichtfüßig und so. Ja, Shibo, du guckst mal nach Fallen hier. Denn ich traue der ganzen Geschichte nicht. Ich warte auf euren Befehl. Während wir mal ein bisschen heilen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Vita, Momo, Momo, Vita, Momo. Wo soll ich Yoshibo? Okay. Der Typ hier scheint seine eigene Gruft bewacht zu haben. Weil wirklich viel ist hier nicht. Scheinbar auch keine Leiche. Fragt nur, euer Wunsch ist keine große Herausforderung. Gut. Hallo Setel. Hier würde es aus dem Friedhof rausgehen. Wir wollen aber nicht aus dem Friedhof raus. Wir wollen uns hier umgucken. Hi. Ja? Habt ihr hier was zu tun oder geht ihr nur gern auf Gräbern spazieren? Ich gehe nur spazieren, ich wollte euch nicht stören. Viel zu tun heute, seid ihr ein wenig gestresst? Was zur Hölle geht hier vor? Ich erwarte Antworten. Viel zu tun heute, seid ihr ein wenig gestresst? Ein bisschen, warum fragt ihr? Ich dachte, ihr habt vielleicht ein paar Stationen ausgelassen und jemand lebendig begraben. Keine Ursache, wirklich. Sollte nur eine Unterhaltung werden. Schöner Tag zum Wandern. Nehmen wir das erste. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe nichts Böses getan. Ich bin nur ein einfacher Grabhüter. Hier gibt es keine Verbrechen. Haltet mich nicht zum Narren. Ich werde euch in eins eurer Gräber packen. Nun, vielleicht sollten wir das die Wachen entscheiden lassen. Ich werde sie holen. Das wird aber kompliziert. Ich habe nichts getan. Fast nichts. Er hätte mich getötet, wenn ich mich nicht gewehrt hätte. Erzählt mir alles über den Mann, der lebendig gegraben wurde. Sprecht oder es wird euer Ende sein. Erst, nehmen wir das erste.
Ich weiß überhaupt nichts. Ich lasse sie begraben, was sie wollen, während ich die Gräber auffülle. Es ist ein Mann in Rot, den ich sehe. Er ist derjenige. Er zahlt mit Gold und ich schaue weg. Ihn wollt ihr. Wo ist er jetzt? Sagt es mir. Ihr müsst zu ihm, um die Bezahlung zu kriegen. Wo trefft ihr euch? Wo ist er jetzt? Sagt es mir. Ich weiß nicht, wo er ist. Er kommt her. Seht, ich helfe euch. Ich glaube, ich sehe ihn manchmal im Brückenviertel. Ich helfe gut. Ihr werdet niemandem davon erzählen, nicht wahr? Komischer Kauz rennt weit weg und kommt nie wieder her. Ich kann das nicht durchgehen lassen. Die Wachen werden davon hören. Eine solch schreckliche Wahrheit darf nicht nach außen gelangen. Ich werde euch töten, damit es aufhört. Okay, lassen wir mal von der Leine. Nein, ich renne ganz schnell und renne weg. Ja. Der Friedhofswärter Seite hat offenbar irgendeine Abmachung mit dem Missetäter und hat immer so getan, als wäre nichts, wenn auf seinem Friedhof Leute begraben wurden. Der rotgekleidete Mann war sein Kontaktmann, aber Sethel weiß nur, dass man ihn manchmal im Brückenviertel treffen kann. Ich warte, was möchtet ihr? Dann müssen wir im Brückenviertel die komischen Häuser durchsuchen. Also die leerstehenden. Hi, Jungs! Wie heimlich. Das Gute ist heute auf unserer Seite. So, die Mobil hat das gut angekuppelt. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Sehr eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Oh, Minz ist krank. Ist aber halb so wild. Weiß nicht mal, was die Krankheit eigentlich überhaupt macht. Ich in dir seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ach so. Das verursacht gerade Schadenspunkte bei Minsk. Das verursacht gut Schadenspunkte bei Minsk. Fragt nur. Ich habe aber kein Krankheiten heilen. Habt ihr einen Plan? Okay, dann kann keine Hände auflegen. Schnee? Sehr gut. Ablenkung und ein bisschen Gold. Gut. Das Grab schänden wir nicht weiter. Gucken wir uns das Grab an. Hier ist nichts. Hier geht's nur nach hier oben. Okay. Da ist übrigens noch ein Eingang zu den unteren Grüften. Das hintere übrigens. Ist hier offen? Hier wäre offen, aber wollen wir die unteren Grüfte? Ich denke eher nicht. Die Gräber sind unheimlich still, aber dennoch habt ihr das Gefühl, dass man euch beobachtet. Ihr solltet besser vorsichtig sein. Diese Gräber wimmeln vermutlich nur so vor Feind und anderen Gefahren. Jeder Schritt könnte euer letzter sein. Ja, das hier sind die unteren Gräber. Was immer ihr wünscht. Die ein bisschen ägyptisch gehalten sind. Wenn man Bodhis Worten trauen darf, ist das hier ihr Lager. Also sie wollte uns ja auf der anderen Seite hier einquartieren. In den unteren Gräbern. Aber da hatten wir keinen Bock drauf. Ich denke, Yokata. Das Grab sieht ziemlich heruntergekommen aus und die Statue sieht, also der Grabdeckel sieht ein bisschen aus wie Jesus. Da ist aber auch nichts Besonderes drin. Ja, wir knacken die Grabdeckel für die Erfahrung und gucken einfach, was so drin ist. So kleine Geldalmosen, die werden wir nicht klauen.
So. Was braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Und ich werde jedes Mal nach Fallen gucken. Eine Stabschleuder, die wäre eher interessant. Der Heilstecken. Heilung 10 Ladungen, Trefferpunkte heilen, Rüstungsklasse Bonus. Kann nur von Druiden, Klerikern, Paladinen und so weiter verwendet werden.